Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei der City of Life. Und an dieser Stelle erstmal einen herzlichen Dank an Minjas. Er war ja so freundlich und hat das für uns beide kräftig geteasert hier. Und uns beide ist in diesem Fall mein guter Kumpel Avonaccio, der vor mir steht. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Der Bauherr dieser fantastischen Stadt, die wir hier in den nächsten Folgen erstmal entdecken werden. Ich kenne sie nämlich selber noch nicht wirklich. Ja, wir sind ja am Ende der Stadt und ja, wo die Geschichte quasi beginnt. Am Ende der Stadt beginnt die Geschichte der Stadt. Also, das ist das von, du sagtest mir mal, das ist, glaube ich, hier das älteste Gebäude quasi, ne, wenn man das so sehen will. Ne? Richtig, das war das erste Gebäude, was ich gebaut habe. Weil das eben, auf der Map siehst du das, weil das das Ende der Stadt darstellt. Die Stadt hat ja einen gewissen Umriss. Und ja, hiermit habe ich angefangen, hat auch am meisten Zeit gekostet, weil mir das x-mal eingestürzt ist, bevor ich den Trick raus hatte und das richtig gebaut habe. Ich gucke mir den Umriss gerade auf der Map an. Das sieht aus, das ist ein Schlüssel, ist das. Richtig. Unten sind richtig diese, wie nennt man das, diese Zinnen, diese Zacken vom Schlüssel, ne? Ja, genau. Richtig, der Umriss der Stadt stellt einen Schlüssel dar. Okay. Quasi wie in Hamburg das Tor zur Welt? Oder wie der Bremer Schlüssel, um mal beim Thema zu bleiben? Ja, eher wie der Schlüssel zum Überleben. Ja, okay. Ja, und wie gesagt, das ist das Gewächshaus. Gehen wir einfach mal durch. Ja, ich blende hier mal eben die Oberfläche wieder aus. Dann sieht das etwas netter aus. Ach ja, richtig. Was ich sagen wollte, ich müsste grafisch gehen, aber diese Stadt frisst meinen ganzen RAM auf irgendwo so. Und ich habe die Grafikeinstellung ein bisschen runtergesetzt. Es müsste trotzdem noch brauchbar aussehen. So Wasserreflexionen, die fehlen halt. Also nicht, dass ihr denkt, das sieht immer so aus, wenn ich hier unterwegs bin. Aber so lichttechnisch geht das eigentlich noch gerade. Ich finde es ganz hübsch hier. Ja, das ist mal ein beeindruckendes Gewächshaus, muss ich sagen, ja. Ja, und die Größe, die hat mich halt, die Deckengröße, die hat mich halt vor echten Herausforderungen gestellt. Das war tatsächlich wirklich schwierig zu realisieren. Du hast in dem anderen Haus, was hier drüben ja auch noch steht, da hast du ja schon eine größere Decke eingezogen ohne Säulen drin, aber die hier ist ja nochmal das Vierfache von dem irgendwo so. Das könnte in etwa hinkommen mit dem Vierfachen. Und es hat letztendlich nur dadurch funktioniert, weil ich das Gewicht eben nach außen geführt habe. Durch die Schrägsäulen. Und ja, dadurch ist es dann letztendlich doch so hingehauen, dass es dann auch gestanden hat. Ansonsten, wie im zweiten Stock die Blaubeeren gewachsen sind um eine Stufe, da ist mir dann der ganze Kram immer zusammengestürzt. Ach scheiße, echt? Wie eine tickende Zeitbombe? Also nach einem Tag ist es eingebunden. Das kann doch nicht angehen, echt? Krass. Ja, deswegen, dachte immer so, jetzt hast du es dann endlich und hatte ich dann nicht. Da musste ich nochmal weiterarbeiten. Ach, du und die Scheiße. Decken selber, die sind dann auch, also diese Decke hier, die ist doppelt. Das ist eine zweifache Decke, darüber ist eine dreifache Decke. Ich wollte fragen, du hast doch hier bestimmt eine doppelte, das sieht man auch an der Treppe da vorne. Ja. Also eine Doppeldecke und diesen Träger hier, ja. Richtig, und umso höher ich gegangen bin, umso mehr Decken muss ich reinziehen, damit das Ganze dann funktioniert. Plus zusätzlich eben diese Säulen. Aber hier hinten trägst du doch auch von alleine, ohne diesen Träger. Das ist auch nur noch ein kleines Stück. Und hier ist ein Sniper-Turm angeschlossen, der nochmal nach oben geht. Ach so. Also hier ist nochmal so ein komplettes Gebäude angeschlossen, was bis ganz nach oben zum Dach geht. Ah, okay. Den kenne ich noch gar nicht. Oh, das sieht hoch aus, ja. Ja, der geht bis zum Dach hoch. Du hast ja von außen das Gebäude gesehen, wie hoch das geht. Ja, ja. Ja, und dann habe ich quasi, gehen wir gleich mal nach oben, und jedes Stockwerk. Das sieht ja cool aus, wenn das Licht hier reinfällt irgendwo. Also das fällt hier gerade richtig klasse durch, muss ich sagen. Ja, auch schöne breite Treppen halt gemacht, damit man schön hochgehen kann und runtergehen kann und natürlich damit es optisch auch eine gewisse Wirkung hat. Ja, kommst du mal hinterher, junger Mann. Ja, ja, ich bin schon dabei. Geh einfach mal schon mal nach oben. Achso, ja, ich habe immer Angst, dass es irgendwie sich doch gerade aufhängt, so wegen CPU-Power und sowas. Deshalb. So, und hier sieht man, habe ich das genauso gemacht. Ja. Habe ich auch wieder diese Säulen und natürlich entsprechend genauso auch bepflanzt. Und was man hier sieht, das hatten wir ja bei dem anderen Gebäude schon. Hier siehst du, dass die Bepflanzung immer 6 Block ist. Ja. So, und das ist eben deswegen so, weil es weiter nicht geht. Wenn du mit den offenen Fenstern arbeitest, kommst du 6 Block und am 7. wächst nicht.
Ach so, du kommst, okay. Moment, aber der ist doch hier, ach so, der geht ja auch von der Richtung, sagst du. Genau, weil okay. der eben auch von vorne nochmal Licht kriegt. Und das kannst du hier an der Baumwolle ganz gut sehen. Hier hast du nämlich die kleine, das ist der siebte Block und der wächst nicht mehr. Ach so, ach, das ist das, das schwarze Schaf unter den Baumwollen hier quasi. Genau, aber ich habe es nicht rausgenommen. Ich habe mir gedacht, ach naja, ich find, das sieht dann so was. Aus, als außen, wird das... Außen hat man auch gleich die technische Erklärung dafür. Das finde ich ja, ja cool. Ja, und dann habe ich hier muss, ne? überall halt so ein paar Sachen hingestellt, wo dann das Saatgut reinkommt und das Werkzeug ja. auf jedem Stockwerk. Und wenn wir ganz nach oben gehen, da habe ich dann... Du bist schon oben, ne? Oder? Ich bin jetzt schon ja, oben. Okay, ja, okay, gut. Ich komme hinterher. Wenn wir ganz nach oben gehen, da siehst du, hier ist es ganz besonders. Wow, das ist... wow, wie? Hier hast du gar keinen Träger mehr? Nein, hier habe ich gar keinen Träger wie mehr. Wie hast du denn das gemacht? Ich habe hier zwei Holzdecken eingefügt und ich habe zweimal Cobblestone hier drüber eingefügt. Also zwei Cobblestone. Eine vierfache Decke? Ja, zwei Holz und zwei Cobblestone. Und das geht? Ich meine, weil das Cobblestone, das wiegt ja auch auf, das drückt doch alles irgendwie trotzdem, oder? Die haben eine komische Physik hier, ne? In Seven Days manchmal, ne? Oder? Ja, nee, es ist so. Wie erkläre ich das am einfachsten? Am einfachsten erkläre ich das eigentlich mit der Oberflächenspannung vom Wasser. Ja. Wenn du ins Wasser eintauchst, ist es super weich. Wenn du ein Blatt Papier drauflegst und drauf springst, brichst du dir die Knochen. Ja, ja, das stimmt, das ist so. Ja? Also das Gewicht, das wird quasi abgeführt, dadurch, dass ich hier mehrere Decken habe und über die gesamte Deckenlast verteilt. Ah, okay. Ja, und dadurch hält das letztendlich, aber mit drei Decken hält es nicht. Ja, gut. Ja, wir nicht kleckern, sondern klotzen ist hier erst. Aber das, also dieser Raum, der sieht wirklich echt Hammer. Das ist eine Lagerhalle ohne eine Säule. Und wenn ich mir überlege, ich habe mal meine Säulen in Dreier Abstand gestellt, um mein Haus zu tragen. Und ja gut, braucht man nicht. Man braucht nur eine vierfache Decke. Ist auch ein schöner Blick hier raus. Vierfache Decke ist aber auch extrem teuer. Ja, vor allen Dingen, wenn du damit mit Cobblestone arbeitest, dann wird es richtig teuer. Ja, vor allen Dingen, du hast ja die ja hergestellt. Du hast ja nichts aus dem Kreativmodus hier gezogen. Du hast den Cobblestone aus der Pernt hergestellt, ne? Denke ich mir. Ne? Richtig. Ja. Hattest ja meine Lagerkisten gesehen. Ich habe ja gesehen, ich habe es ja jetzt selbst gemerkt, wie beschissen viel Sand man dafür braucht. Es ist ja unglaublich. Sand und Zement und Stein ohne Ende brauchst du dafür ja irgendwo. Also Sand brauchst du nicht für Cobblestone. Da brauchst du nur Stein und Zement. Ach nee, das war für Adobe Tan, genau. Ja. Und von daher, ich habe ja durch die Mine, die ich da angelegt habe, da ist mittlerweile übrigens ein Cabrio draus geworden. Da habe ich ja dann genug Material gehabt. Das war nicht das Problem. Und die Tür öffnet sich sogar. Ab und zu haben wir nämlich gerade mal Verzögerung. Dann dauert das mal so ein paar Sekunden, bis du eine Tür aufmachst. Ja, hier kommst du. Hier kommst du dann auch aufs Dach drauf. Ja. Das ist natürlich auch trittsicher, dadurch, dass ich hier mit so viel Cobblestone gearbeitet habe. Ich gehe mal mit Debug-Modus eben durch. So, okay. Ah, okay. Ja, und dann kannst du hier quasi komplett durchgehen. Dann siehst du auch gleich wieder City of Life. Mhm. Das ist dann hier oben. Ja, da vorne wird nur die Map gleich abgeschnitten sein für mich. Ja, definitiv. Das Ding steht nämlich auf zwei Regionen. Da vorne fängt die andere Region an und deshalb ist das hier auch frametechnisch echt schwierig irgendwo so. Und hier siehst du dann, wenn du seitlich guckst, dass eben das City of Life quasi hier aufgehakt ist. Ja, okay. Und, ist nur, cool. Das ist nett. Ja, das habe ich gemacht, nachdem die Zombies hier oben gespawnt sind und meinen, die mussten mir hier alles wegkloppen. Und dann ist der Rest runtergefallen. Und deswegen habe ich das dann so gemacht, dann ging das. Gut. Das ist nett. Dann lass mal wieder, ich gehe mal in die Richtung, ich drehe mich jetzt extra mal nicht um. Übrigens mal an die Abonnenten, wenn es kann sein, dass ihr hier mal einen kleinen Schnitt seht, weil ich werde zwischendurch nämlich immer mal neu starten. Bisher hält mein Rechner durch, aber wenn wir uns gleich weiter in die Stadt bewegen, dann... seht ihr einmal kurz einen Schnitt wahrscheinlich oder auch nicht, je nachdem, wie geschickt ich mich angestellt habe. Weil ich dann einmal Seven Days beende, neu starte und dann habe ich wieder freien Rahmen irgendwo so. Das wird jetzt gleich da vorne an der Tür wahrscheinlich passieren. Bin mir noch nicht ganz sicher. Aber da dürft ihr ja nicht viel von merken. Bevor ich hier Frame einbreche. Doch, ich mache das mal eben. Wir sind sofort wieder da. Ja, dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Okay, wir wollen hier durch die Altstadt schlendern, ne? Richtig. Nun war ich ja jetzt auch schon länger nicht mehr hier. Ich habe ja probehalber schon mal so ein zweites Projekt angefangen. Und das ist dann die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, die auf diese Stadt aufbaut. Ja. Ja, Let's Play. Und deswegen habe ich mir jetzt hier so ein Zettelchen gemacht. Also wir haben hier erstmal unser Soldatenhaus.
Wo, welches? Dieses hier. Dieses hier, okay. Richtig, die sind eigentlich immer sehr einfach zu erkennen, weil das die einzigen Trampel sind, die auch in der Stadt immer noch Fenster verbarrikadieren. Ah, okay, gut, sicher ist sicher, ne? Alte Gewohnheiten irgendwo so. Genau. Und hier haben wir auch direkt das einzige Soldatenhaus, was direkt nochmal den Sniperturm angehend hat. Das sind die Snipertürme in der Altstadt, das sind quasi Dreieck, wo man dann nach oben gehen kann, wo man dann so eine 90-Grad-Abdeckung ganz locker hat. Okay, im Moment, ist der so dünn, kann das sein? Nee, wie gesagt, das ist ein Dreieck. Der ist genauso dünn wie der andere, den du da hinten gesehen hast, hinterm Gewächshaus. Achso, nee, aber, weil, okay, dann lädt er da bei mir noch. Ich gucke gerade, ich sehe zwei Schießstarten, die oben draus sind, aber im Prinzip ist das ganze Ding nur ein Block tief hier hinter diesem Zaun hier. Das sieht durch das, ja, das sieht durch ach, das Dreieck okay, aus. Jetzt sehe ich es. Ach, das sieht echt von vorne so aus, als wäre das nur, ach, schick. Ach so, das, ja. Das sind auch diese Zacken von dem Schlüssel auf der Map, ne? Richtig. Ah, okay. Snipertürme, die du auf der, die Zanken, die du auf der Map siehst, sind alle Snipertürme. Okay, das ist dann quasi dann, hier im Büro oder so. Also, richtig, das ist das Büro, wo sich auch die Leute dann eben hier reinkommen, um, wenn sie sich an die Soldaten, weil die auch gleichzeitig Polizeidienst machen, wo sich dann die Soldaten dran, die Leute dran wenden können. Ah ja, ach ja, doch, das ist der Turm. Ja, okay, ist klar. Ja, und dann haben wir hier im ersten Stock die Schlafzimmer. Ach, das ist nicht nur Sniper, das ist ein Mufo-Tu, würde man ja sagen, nicht? Im Osten, ja. Ein Multifunktionsturm, ne? Richtig, und hier siehst du, guck mal, da werden wir gleich nochmal hingehen, da ist was ganz Nettes. Ein Boot? Cool. Yep. Ja, und hier siehst du dann, wie das hier aufgeteilt ist, die Sniper-Türme, die sind halt immer so, dass du eine gute 90-Grad-Abdeckung an jeder Ecke hast. Ja, und das ist hier schön, halt dann nochmal so geradeaus schießen kannst. Ja, das ist gut. Ja, man kann schon, ja, gut gemacht. Ja, und hier ist der Schlafbereich und eine kleine Küche. Und die Waffenschränke. Was braucht man mehr? Ne? Essen, ja, Waffen, Betten, ne? Als Soldat. Genau. Richtig. Und von hier aus kommt man dann aufs Dach. Die haben sogar im zweiten Stock die Fenster verbarrikadiert. Oh Mann, die haben überall, das sind Soldaten. Die Tür ist... Ach, von hier aus kommt man dann... Ach so, dann kommt man hier... Dann kann man hier hoch oder sich unten die Beine brechen. Ist in Ordnung. Ja, von hier aus kommt man dann hier auch nochmal aufs Dach drauf und ja. Dann von hier aus auch nochmal die Stadt beschützen. Also die Snipertürme sind tatsächlich so angelegt, weil ja die Neustadt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geplant war, zumindest laut der Geschichte, ja. Und dass halt die gesamte Altstadt geschützt werden kann, und zwar jeder Straßenzug, der hier drin ist. Dementsprechend hast du auch die Snipertürme hier und die Möglichkeiten, auf die Dächer zu kommen. Ah, okay. Was ist das hier drüben in diesem Jahr? Ja, und dann haben wir, wo bist du? Da, das ist unser... Das ist unser Schmied. Dann erwarte ich hier Forges irgendwo, ne? Richtig. Im ersten Stock wahrscheinlich auch wieder. Richtig. Hier sind die ersten Stock, also das ist der kleine Wohnbereich. Ja. Dann hat er oben ein ganz kleines Schlafzimmer und... Ach, der hat auch eine Treppe. Hat hier diverse, ja, und hat hier diverse Schmieden stehen. Ja, okay. Ja. Wo er dann eben, alles, was eben so gebraucht wird, am Schmieden ist. Ah ja, da sind die beiden Molds drin, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir da im Metall schwelgen. Wir haben das immer mit den Türen, ne? Ja, wir haben es immer mit den Türen. Hier sind so ein ganz kleines Schlafzimmer halt, wo er dann drin schlafen kann. Ja, gut, okay, das ist ja, ne? Ist halt, ja, die, also viele der Häuser sind halt relativ beengt. Ja, du, das, wir haben, es ist Apokalypse, es ist Notstand, das ist ja eine Stadt, die als Auffanglager auch dient und da ist man halt mal ein bisschen beengter, ne, sag ich mal. Ne? Ja, und wir haben mit den Ansturm nicht gerechnet, als es umgesprochen hat, dass die City of Life existiert, da kamen mal so 700 Leute auf den Schlag und das war dann ein bisschen viel. 700 Leute, okay. Ja, und dann haben wir jetzt hier, ja. Da können wir mal einmal ganz kurz reingucken, das ist nämlich, ich drehe mich das mal wäre ein leerer Platz gewesen. Und unsere Botanikerin, die hat die Plätze, die so aussehen in unserer Stadt, was quasi verschwendeter Platz ist, für so kleine Privatgewächshäuser genutzt. Ach, das ist nur die Lücke zwischen zwei Häusern quasi, ja? Ganz genau. Das hat man ja eigentlich auch so, also zumindest hier, wo ich wohne, so bei Reihenhäusern hast du ja meistens auch so diese 3 Meter dazwischen irgendwie, wo du dann hinters Haus gehen kannst quasi. Das ist ja hier wird wirklich alles solche, genutzt, ne? Ja. Ja, es gibt mehrere so kleine Lücken und... Ja, da ist dann angefragt worden, dann hat die Botanikerin das gekriegt für so einen kleinen Privatgarten. Da hätte man aber auch eine kleine Eisdiele reinsetzen können. Naja, egal. Wir haben nur dummerweise kein Eis. Ja, gut. Ja, nee, ja, richtig. Und dann haben wir hier Näherin und unser Jäger.
Die wohnen hier drin und die haben 3 Kinder. Okay. Ja. In den meisten Häusern sind die auch einfach nur so Leitern. Ja. Und dementsprechend geht es dann hier nach oben, wo eben die Kinder wohnen. Und 2 Kinder sehe ich hier gerade. Hier sind nur 2 Betten. Habe ich auf meinen Zettel falsch geschrieben. Die werden ja so schnell groß heutzutage. Dann ziehen die aus. Oder das kriegt man ja auch nicht immer mit. Ne? Ach so, dann ist hier das Elternschlafzimmer. Ne? Ja. Und hier sind dann die Kinder. Ah, okay. Genau, und so ist das eigentlich grob in jedem Haus aufgebaut. Dass halt die Kinder in einem Zimmer schlafen. Wir haben ein Haus, da kommen wir dann später noch zu. Das ist ziemlich am Anfang der Stadt. Das finde ich gut, dass du hast ja nicht nur einfach grundlos irgendwo gesagt, oh, ich habe da 4 Betten über, ich knall die mal in den Raum rein, sondern du hast ja da ja auch was zu gedacht. Irgendwo so. Das, richtig, wir haben auch Stockbetten. Wir haben auch Stockbetten. Ziemlich weit unten, da sind 6 Kinder, das ist die größte Familie und da sind Stockbetten. Stockbetten sind doch eigentlich 2 übereinander. Richtig, sind du kannst doch gar keine 2 Betten übereinander stellen in diesem Spiel. Ich kann das. Echt? Ich kann das. Das will ich sehen. Das geht? Ja, nein. Und hier wohnt unser Holzfäller. Ja gut, okay. Wir sind ja ähnlich eingerichtet, ne? So funktional. Ja, deswegen bin ich jetzt auch gar nicht reingegangen. Die sind im Groben und Ganzen sind die halt ähnlich, je nachdem, was die halt machen. Ja, aber du kennst mich doch, wenn irgendwo eine Tür aufgeht, dann renne ich auch automatisch rein. Ach so. Ja, dann haben wir hier, wenn ich das richtig sehe, unsere... Nee, das sind nicht die Ärzte. Da wohnt die Botanikerin, genau. Das siehst du daran, hier sind auch extrem viele Pflanzen. Ja, die Tür ist noch nicht auf. Ja, da sind einige Pflanzen, ja, genau. Ja, und hier halt unser Arzt. Moment, ich guck mal. Der ist dann hier drin. Ah ja, jetzt geht's auch auf. Ja, hier ist halt unser Arzt drin, der jetzt hier eine kleine Küche nochmal drin hat. Hier ist ein neues Design reingekommen. Hier sind Wände also so schräg gesetzt, diagonal gesetzt. Ach, okay, und dann wird der Küchenschrank auch schräg. Das ist ja nett. Okay. Ja, also ich sag mal so, der kann man sich ja mal in der Realität einfach hier abgeschnitten sein und kleiner sein. Fertig. Ja, ja. Das hat aber was. Das kann man sich ja mal für eigene Bauvorhaben irgendwie auch so abgucken. So einen schrägen Schrank habe ich da auch noch nicht gesehen. Ne? Und hier oben ist wahrscheinlich dann normal wieder nur, klar, ein Waffensafe, was man halt so als Arzt braucht. Ja, ja. Genau. Achso, okay, ja, auch wieder versucht, Schlafzimmer und ja, gut. Ich habe versucht, also in den meisten Häusern gibt es so Multifunktionsräume, das heißt, ähnlich wie beim Living Room in dem anderen Haus. Mhm. Du hast also keine Wand zwischen Küche und Wohnbereich. Aber einige Häuser, die habe ich dann versucht, durch das Design, durch die Wandstellung, das Ganze nochmal ein bisschen interessanter zu gestalten und ja, einen neuen Schnitt zu verpassen. Ja, du hast ja auch gesagt, dass jede Wohnung ist irgendwie anders, zumindest aufgestellt oder die Möbel sind natürlich eingeschränkt hier in 7 Days, ne? Aber jede Wohnung ist im Prinzip individuell. Also das ist ja auch eine gewisse Arbeit, die da auch hintersteckt, ne? Richtig, außer die Häuser, die als Auffanglager dienen, da haben wir ja auch mehrere Häuser von, ist wirklich jedes Haus einzeln, jede Wohnung hat einen anderen Schnitt, beziehungsweise ist entsprechend der Familie, sage ich mal, eingerichtet. Ja, jetzt gehen wir erstmal ganz kurz einmal hier lang, weil wir da einmal raus wollen. Okay, wollen wir das? Moment, ja, ich gehe mal eben durch die Tür. Ach, das Boot, das hätte ich jetzt ganz vergessen schon wieder. Genau. Mensch, gut, dass du es sagst. Ja, hier haben sie angefangen, schon mal ein Boot zu bauen. Hier ist ein schöner Steg und, oh, jetzt habe ich gerade Frame-Einbrüche gehabt. Okay, das liegt, glaube ich, am Wasser. Und, okay, dann kann man, okay, hier über den Steg aufs Boot. Genau, hier sind die am Anfang eines Bootes. Ist ja schön, wenn man richtige Segel reinbauen könnte, ne? Ich habe das auch versucht irgendwie zu simulieren, aber das hat nicht funktioniert. Ach ja, einen Querbalken kannst du ja auch nicht mal dranhängen, ne? Richtig, ne? Es gibt ja auch kein Kreuz, was du herstellen kannst. Richtig, oder sowas, ne? Das geht leider nicht. Aber wenn du mal unter das Boot guckst, das ist nämlich natürlich nicht einfach so ein flaches Ding, wie so ein Hausboot, sondern... Ich springe mal hier ins Wasser. Ja. Oh, jetzt steht es aber gerade. Boah, jetzt hatte ich Standbild. Ja. Dann siehst du, dieses hat natürlich Kiel. Ja, das richtig, ist schon vorbereitet. Genau. Ja, das ist vorbereitet, auch durch Sumpfgebiete zu fahren. Deswegen hat das hier vorne eher so ein flachen Bereich. Dann kommt ein ordentlicher Kiel, ja, genau, der sich durchs Wasser schneiden kann. Und hinten ist schon die Vorbereitung, wenn es mal Motoren gibt, dass man hier eine Schraube durchsetzen kann. Für eine Schiffsschraube, ne? Boah, ey, das Wasser zieht die Frames nicht. Das ist es. Au, 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 au. Hier ging es wie mir. Ja, man ist ja auch abgelenkt, ne, wenn man sich das anguckt. Also du siehst, hier passiert einiges und die Bewohner sind auch kreativ. Ja. Ja, das ist, guck,
Das Boot ist eine schöne Idee. Also es sieht halt rudimentär aus, aber mehr geht ja auch nicht momentan, muss ich sagen. Ja, das ist der Anfang halt. Ne? Wird sicherlich noch ein bisschen größer werden. Ich meine so von der Baumöglichkeit her irgendwo geht ja momentan nicht mehr. Das ist richtig. Ja, und hier siehst du eine unserer vielen Baumfarmen, die wir hier haben. Wir haben hier mehrere Baumfarmen, wo sich dann eine Holzfäller drum kümmert. Das ist halt, um zu heizen, ne, um die Küchen, die Campfire zu befeuern und solche Geschichten. Dafür haben wir diese Baumfarmen. Ja, die brauchst du ja auch bei den vielen Einwohnern hier. Davon haben wir diverse, genau wie Gewächshäuser. Wir haben große und kleinere Gewächshäuser, haben wir hier diverse. Und dementsprechend das Ganze dann aufgeteilt. Oh, es hat nachgeladen, das freut mich ja. Ja, das ist schön. Das ist eines der Auffanglager, was wir hier haben, der Auffanghäuser. Hier auf der Seite, weil die Tür noch nicht offen ist bei mir. Okay, das sieht ja wohnlich aus, irgendwo so. Ja, das Auffanghaus, das sind quasi zwei in einem. Von der Seite kommst du einmal hier rein und das, was direkt hinter dieser Wand ist, da ist quasi genau das Gleiche, was du hier drinnen siehst. Mhm. Da kommst du von der anderen Seite rein. Ach so, der nach... Ah, okay. Und so sind dann hier quasi vier so eine Auffanghäuser entstanden. Und hier ist das dann auch mit den Betten. Ich glaube, hier haben wir das schon anders geregelt. Ja, guck mal eben nach. Nee, hier nicht. Okay, dann bleibe ich mal eben unten. Wir sind im falschen Haus. Ne? Ja, dann gehen wir mal eben ins Richtige. Weil danach würde ich, glaube ich, einmal kurz neu starten, weil mir langsam doch meine Frames hier wegbrechen. Oder so, weil wir ja zum Zentrum kommen hier wieder. Ich weiß auch warum. Da siehst du auch daran, dass ich schon länger selber nicht mehr in der Stadt gewesen bin. Weil der vordere Teil sind die Auffanghäuser, sondern der hintere Teil. Also von dem hinteren Eingang kommst du in diese Auffanghäuser, was du hier siehst, hier durchguckst. Und hier vorne kommst du... Okay, das ist baugleich. Okay. Ja, hier vorne wohnen die Leute, die eben hier in dem Bereich arbeiten. Ah, okay. Und hier haben wir nochmal diese schicke Lounge. Ne? Die würde ich ganz gerne nochmal eben kurz zeigen, weil die ist zufälligerweise gerade geladen bei mir. Und... Hier sieht richtig nett aus. Die City Lounge angeschlossen. Ich finde das toll hier mit der Decke, dass du da wechselnd Holzblöcke und dieses gebrochene Badezimmerglas, wie ich es mal nennen irgendwo, dieses Sicherheitsglas. Die hat mich auch ganz schön Nerven gekostet, die so hinzukriegen. Die ist auch 10.000 Mal runtergezogen. Die Decke, die sieht jetzt gar nicht so, die sieht toll aus, aber das wirkt jetzt für den Laien auf den ersten Eindruck, das ist doch fix gemacht, wenn man erstmal auf die Idee kommt, das so zu machen. Ist doch schwieriger, ja? Dass die Holzblöcke halten? Wesentlich schwieriger, weil du siehst ja, die Holzblöcke, die haben eigentlich den einzigen Halt, den sie haben, ist das Glas. Ja, genau. Und das Glas bietet leider nicht sehr viel Halt. Das bietet wirklich sehr wenig und dadurch musste ich hier echt ein bisschen tricksen und dann hatte ich zusätzlich noch erst die Decke gesetzt. Ich wollte diese Fenster hier zum Beispiel weglassen. Wenn ich die jetzt hier wegreiße, fällt mir die Decke runter. Okay. Lass mich raten, du hast die Decke erst komplett aus Holz gemacht, hast einen Block weggeschlagen, hast das Glas reingesetzt, hast den nächsten Block weggeschlagen, das Glas reingesetzt, so irgendwie in der Art, ja? So vielleicht? Beinahe. Ich habe alles mit Woodframes gemacht, dann brauchte ich es wegschlagen. Ja, okay, gut. Und habe dann die Woodframes halt dementsprechend rausgenommen. Ah, okay. Aber und hab dann halt vorher hier erst diese Gläser gesetzt, die ich hier stehen habe, weil wie gesagt, ich wollte es eigentlich komplett frei haben. Ja. Wenn ich allerdings diese mittleren Gläser hier rausnehme, dann fällt mir die ganze Decke zusammen. Fragiles Gebilde, muss ich sagen. Ja, so kannst du rübergehen, ne? Solange du halt hier diese Unterstützung noch hast. Aber also ich finde interessant, dass das hier auch noch einen technischen Grund hat, weil es uns einbricht. Aber es sieht halt auch schön aus, finde ich. Das hat wirklich so einen Lounge-Charakter hier. Das ist sehr nett gemacht. So, ich glaube, wir wollen, du hast ja noch einen riesigen Keller hier drunter, ne? Und wenn du sagst, irgendwie 700 Überlebende, die wollen ja auch irgendwie so bleiben. Ich glaube, da finden wir unten irgendwas, ne? Da gehen wir jetzt gleich. Da werden wir in der nächsten Folge hingehen, weil die ist jetzt auch leider schon vorbei und da ich jetzt auf 4 Frames gerade runter bin, ist es jetzt auch wirklich vorbei irgendwo so. Ja, dann stelle ich mich mal in dein Blickfeld. Also ich habe jetzt gerade mehr oder weniger Standbild, aber das wird sich gleich widerlegen und dann werden wir mit Vollpower in den Keller runtergehen in der nächsten Folge und uns da mal da ist dein Feral-Bunker, ne, dein so weit angesprochener, ne? Da ist mein Feral-Bunker, ja. Der sicher gegen Feral-Horden ist. Da bin ich mal gespannt, gegen die Nachthorden. Da muss man ja schon einiges für tun. Ja, der ist insofern sicher, dass die mich nicht mal bemerken. ich glaube, die würden auch Wochen brauchen, bis ich da durchgefressen habe.
Ja, okay, dann ja, wir würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid, wenn wir uns die Wunder der Unterwelt angucken, die ich selber auch noch nicht gesehen habe. Ich bin echt mal gespannt, was uns da erwartet. Und auch hier oben gibt es noch einige Gebäude, die sehr, sehr weit ab von jeder Norm sind. Wird definitiv neu. Ja, also mindestens ein Gebäude kenne ich schon hier oben. Das ist auch ganz cool gemacht. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Irgendwo so. Wie gesagt, wir würden uns beide freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Dann sage ich mal tschüss. Auf jeden Fall würde ich mich darüber freuen. Macht's gut, bis demnächst.